4 Schleime. Wieso ist der Schleim plötzlich groß geworden? Wie hat er das geschafft? Gestorben ist er trotzdem. Erfahrung, 4 Seelen. Super. Dann heilen wir uns mal schnell. Ask ist auch schon wieder vergiftet. Habe ich gar nicht mitbekommen im Kampf. Gehen wir mal nach rechts. Da sehe ich nämlich einen Geheimgang. Eine Eisrune erhalten. Geheimnis. Ah, da sind die Diebe. Wir gehen nach links. Hier haben wir ein Engelsamulett. Ist da was? Nein. Aber hier muss was sein. Eine Blutfiole erhalten. Geheimnis. Hätte ich das zuerst untersucht, dann hätte ich die Wände gar nicht nachgesehen. Weil ich mir dachte, dass zwei direkt nebeneinander nicht wirklich sind. Hey, was haben wir denn hier? Den Kanalisationsharem. Sieht mir mehr danach aus, als hätten wir nicht nur einen, sondern gleich einen ganzen Haufen von Dieben gestellt. Diebinnen, Wallner. Wir wollen ja niemanden diskriminieren. Und da steht ja auch der Anführer. Anführerin der Diebe. Verschwindet, bevor wir euch noch verletzen müssen. Oho, ein ganzer Damenverein hier unten. Gebt uns die Runen, die ihr gestohlen habt. Wovon spricht ihr? Tut nicht so unwissend. Die Runen bitte. Haut ab, sonst wird das hier eine blutige Sache. Ich glaube, da hat sie gar nichts, war so unrecht. Eska, halt dich zurück. Aber sie ist so jung, so köstlich. Ich sehe ihre saftigen Adern. Rhythmisch pulsieren. Ihr gebt jetzt besser die Runen raus, sonst ist das heute euer letzter Tag als lebende Wesen. Okay, Mädels, jetzt zeigt mir den Typen mal, warum man uns lieber in Ruhe lässt. Haltet eure Waffen bereit. Ich halt's nicht aus. Blut! Ja, warum man sie besser in Ruhe lässt. Verdammt, Aska, was machst du da? So zart. Saugt sie aus. Aska! Köstlich. Er hat sich einfach nicht unter Kontrolle. Und jetzt hält sie meinen kostbaren Speichel. Oh ja, sie wird eine gute Dienerin sein. Aska, nein! Das tatsächlich getan. Und nun ein Schloss mit dir. Okay, was sollte das, Aska? Mir scheint, ihr habt keinerlei Sinn für vernünftige Taten. Das nennst du vernünftig? Es ist immer gut, einen fähigen Dieb im Schloss zu haben. Wir haben sicher noch viele Gefahren vor uns. Da ist es vorteilhaft, sich ab und an ein paar nützliche Gegenstände klauen zu lassen. Von dem Filar mal ganz zu schweigen. Na, ich hoffe, du bist recht. Nur habe ich keine Lust, mich ständig zu wiederholen. Aber Vampire sind eine Gefahr. Warte es nur ab. Dann werdet ihr mir für meine Weisheit dankbar sein. Das wird sich zeigen. Ja, das wird es. Na schön. Schauen wir mal, ob wenigstens die Runen hier sind. Schauen wir mal den Mantel. Beim Mantel finden wir nichts. Eine Lichtrune erhalten. Eine Statusrune erhalten. Feuerrune. Runentafel Fledermaus. Yeah. Fluchttrank erhalten. 300 Filar. Finde ich geil. So, und dann hätten wir hier auch fertig. Das heißt, Zuflucht.
Sind wir beschädigt oder so? Nee. So, wie viel Gold haben wir? 768. Und insgesamt schon 1377. Viele Söldner kriegen wir dafür leider nicht mehr. Also 90 mal 20, das wären 1800 Gold pro Söldner wird das bei Level 90. Oder war das maximal Level 99? Ich weiß es nicht mehr. Egal. So, dann schauen wir mal. Wenn links die Söldner sind, sind rechts bestimmt die Diebe. Nö. Da ist die Diebin. Was? Was habt ihr mit mir gemacht? Und wo bin ich? Willkommen in meinem Schloss. Was ist geschehen? Um es kurz zu machen, du bist jetzt ein Vampir, ein Geschöpf der Nacht. Oh, mein Gott! Der kann dir jetzt auch nicht mehr helfen. Was wollt ihr von mir? Warum habt ihr mir das angetan? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Du gehst für mich auf Diebestor und als Dank mache ich dich wieder zu einem Menschen. Das ist möglich? Natürlich, vertrau mir. Ich habe wohl keine andere Wahl. Du verfluchter Bastard! Deine kleinen Freundinnen kommen auch bald. Dann bist du nicht mehr allein. Du elendes Schwein! Ich hasse dich! Vorsicht, sonst mache ich dich nicht mehr zu einem Menschen. Und dann musst du dein elendes Leben so verbringen, als Blutsauger. Du Ekel! Leg am besten einfach alles hinten in die Kiste, was du gestohlen hast. Hallo, ich will mit dir reden. Wie viel muss noch gestohlen werden, bevor du mich wieder zu einem Menschen machst? Noch eine Menge. Du widerlicher Bastard! Gefangen, so kann man wunderbar die Gedanken lesen. Verfluchter Mistkerl! Hey, das habe ich gelesen. Da ist leider noch nichts drin. 260. Ja, geben wir ein paar Männer, wie viel? 5 können wir uns leisten. Dann holen wir uns 5. Dann schauen wir mal nach oben, was wir lernen können. Und mal Runentafel Fledermaus. Da haben wir sie ja. Wer kann das? Kann jeder lernen? Ich gebe sie mal Walner. Obwohl, der hat jetzt schon auch noch Zuflucht. Ich hätte sie wem anders geben müssen. Verdammt. Zum Beispiel Aska. Das war wieder unlogisch gedacht. Mist. 30. Wir können hier was lernen. So. Erhöht die Geschwindigkeit der Diebe beim Stehlen um 10%. Das würde ich dann doch gern mal machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind wir immer noch. Ja, dann mache ich das mal. Als nächstes werde ich, glaube ich, die Steuernahme erhöhen. Jo. So, dann gehen wir mal runter und verteilen die Söldner neu. So, wir haben jetzt 13 und 8, das sind 21. Dann nehme ich da noch 2 weg und gebe sie hier hin. So. So, und was könnten wir jetzt noch machen? Menü, was haben wir alles für Aufgaben? Bruchstücke, ja, ja, die Runen der Diebe. Finde die Runen und bringe sie zu Jinai. Ah ja, okay. Die Schafe, die verwirrte Mutter. Die Piraten, ja, ja, gut. Zack, zack, zack. Das sind die Bruchstücke. Okay, dann gehen wir mal zu Jinai hoch. Bin mal gespannt, was der sagt. Da ist er. Vorher würde ich aber gerne speichern. 20 Speichersteine, da geht es schon mal, dass wir den hier benutzen, wo wir im Schloss sind.
Wir haben die Runen. Sehr gut. Da sollte auch eine Runentafel dabei gewesen sein. Die haben wir ebenfalls. Damit könnt ihr den Zauber Fledermausmantel lernen. Den kennt ihr ja bereits. Als Vampire erlernt ihr so einen Zauber ja eigentlich ganz automatisch. Aber da euch der Großteil an vampirischen Kräften genommen wurde... Schon gut, was jetzt? Jetzt folgt mir nach unten. Dort, wo der Apparat steht, an dem ihr neue Fähigkeiten lernen könnt, habe ich ein neues, wunderbares Artefakt hingestellt. Aber das erkläre ich euch unten. Des Weiteren möchte eine ziemlich verzweifelte Dame mit euch sprechen. Bringt ihr schon bei, was ihr aus ihr gemacht habt. Taktgefühl war noch nie eine von Askers Stärken. Hehe, du bist doch auch groß geworden. Ich warte unten. Gut, mit dir gesprochen haben wir schon. Also gehen wir einfach nur noch runter. Ah, da oben ist es. So, hier haben wir auch schon das nächste Artefakt, das ich unter großen Mühen besorgen konnte. Es ist ein Runensyntator. Runensyntator. Ein was? Ein Runensyntator. Damit könnt ihr einzelnen Runen, von denen ihr nun einige von den Dieben erbeuten konntet, zu einer Runentafel vermischen. Mit Hilfe dieser Runentafeln könnt ihr neue Zauber lernen. Je mehr Runen ihr mischt, umso stärker wird der Zauber. Allerdings könnt ihr Runen nicht beliebig mischen. Es gibt bestimmte Formeln, um Runentafeln zu erschaffen. Und je mehr Runen ihr für eine Runentafel wenden wollt, umso mehr Macht benötigt ihr, um Runentafeln zu erschaffen. Benötigt ihr des Weiteren noch die Seelen eurer Opfer. Diese kombiniert mit den Runen ergibt eine Runentafel. Aber das werdet ihr noch lernen. Ich habe bereits alles Relevante dort in das Buch eingetragen. Braucht euch aber keine Sorgen darüber zu machen, ob eine Runenkombination richtig ist. Denn wenn ihr eine falsche eingibt, dann wird der Runensyntator nicht reagieren. Ihr verliert also weder die Runen noch Seelen. Ihr könnt also fleißig ausprobieren. Mit ein wenig Glück und Verstand schafft ihr sehr mächtige Zauber. Solltet ihr aber auf ein Rezept stoßen, so könnt ihr den Runensyntator optimieren. Wenn ihr eine Runentafel erschafft, deren Kombination ihr als Rezept besitzt, so erschafft ihr die gleiche Runentafel zweimal. So könnt ihr euren Runenverbrauch deutlich reduzieren. Und eine Sache noch. Wie ihr sicher noch wisst, besitzt jeder Vampir eine Affinität zu einer gewissen Magieart. Bei mir ist es Licht und Schatten. Hehe, tja, du bist ja auch nur ein Vampir der dritten Generation. Und wie du weißt, bin ich ein Vampir der zweiten Generation. Und damit habe ich drei Affinitäten. Eis, Schatten und Blut. Ich bin ein Vampir der ersten Generation, habe aber auch nur drei Affinitäten. Nämlich Feuer, Blut und Status. Tja, das zeigt doch nur meine Überlegenheit. Wohl eher deine Arroganz. Dieser Neid. Gut, da ihr ja eure Affinitäten kennt, wird euch das Runensystem nicht schwer fallen. Denn welche Runen ihr für eine Runentafel einsetzt, bestimmt, wer den Zauber der Runentafel erlernen kann. Damit beispielsweise Wallner einen Zauber erlernen muss in der Runenkombination dieser Runentafel mindestens eine Rune seiner Affinität enthalten sein. Also Wallner kann nur Runentafeln verwenden, wenn diese Runentafel mit Hilfe von mindestens einer Lichtrune oder einer Schattenrune entstanden ist. Allerdings gibt es sonst keine Beschränkungen, da sich Affinitäten nicht ausschließen, kann Wallner also auch eine Runentafel verwenden, deren Runenkombination aus einer Licht- und einer Feuerrune bestand. So ist es möglich, dass auch Wallner Feuerzauber erlernen kann, obwohl er eigentlich die Affinität für Feuer nicht hat. Okay, das ist klar. Und ansonsten steht ja alles nochmal in Kurzform in dem Buch. Gut, dann probiert es am besten gleich mal aus. Ach, aber die Runentafel Fledermaus ist ein Relikt. Und das bedeutet? Sie ist nicht mit dem Runensyntator herstellbar. Das wissen nur die Elras, wie man Relikte erschafft. Was haben denn die Elras damit zu tun? Das ist doch offensichtlich, Wallner. Dieses Gerät verbraucht Seelen. Ich gehe doch stark davon aus, dass dies eine Erfindung der Elras ist. Sehr gut kombiniert, Elaine. Ich habe es den Elras stehlen können. Allerdings weiß ich nicht, wie sie mit dem Runensyntator Relikte herstellen. Oder ob sie das völlig anders machen. Keine Ahnung. Na schön, probieren wir es aus.
Übrigens sind Vampire der vierten Generation zu schwach, um die Kraft der Runentafel nutzen zu können. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als auf ihre vampirischen magischen Kräfte zu vertrauen, auch wenn die doch eher bescheiden sind. Darum sollte ich die Vampire schaffen. Vergiss es, Freundchen. Ich überlasse es Svalna, ob er welche schaffen will. Ich vertraue seinem Verstand. Obwohl ich deutlich sagen will, dass ich dagegen bin. Doch lieber schwache als starke Vampire. Das reduziert die Gefahr ein wenig und notfalls können wir sie selber einfach vernichten. Dass auch Vampire der dritten Generation stark sein können, solltest du ja wissen, Oskar. Diese verdammte Ätherebene. Niemals hättest du mich besiegt, Svalna. Und wenn du dich nicht benimmst, war es nicht das einzige Mal. Immer dieses Aggressionspotenzial in der Ruhe legt die Kraft, Svalna. Na schön, ich kümmere mich mal um andere Dinge. Dann benutzen wir doch gleich mal verfügbare Seelen 5. Wir haben das Rezept noch nicht gelernt. Na schön, suchen wir mal ein paar neue Runen, um mehr Zauber erlernen zu können. Wohin sollen wir jetzt? Mit der Fledermausverwandlung steht uns die ganze Welt offen. Mich würde interessieren, ob nach diesem Weltenwandel noch einige uns bekannte Städte existieren. Beispielsweise Shanna, Lomba oder Ostion. Wo du es erwähnst, muss ich an meinen Traum neulich denken. Einen Traum? Vampire träumen nicht. Aber ich habe geträumt. Und was willst du uns damit sagen, Wilma? Wir sollten herausfinden, ob es Asra noch gibt und uns nochmal dort unten im Gewölbe umschauen. Vielleicht finden wir noch etwas Nützliches. Woher hatte beispielsweise Vincent das Buch der Eras? Und wie konnte er die Vampire erschaffen, obwohl er keine Seelen hatte? Und Eras Zauber verlangen doch normalerweise Seelen. Nun ja, der Zauber, der mich aus der Ebene der Blutgeister geholt hatte, benötigt ja auch keine Seelen. Also nicht jeder Eras Zauber braucht unbedingt welche. Aber ich finde, das ist eine gute Idee. Lass uns rausfinden, ob Asra noch existiert. Macht euch keine Mühe, Asran existiert noch, aber es ist völlig zerstört. Dort gibt es nichts mehr. Ein Besuch lohnt sich nicht. Du belauscht uns also? Nein. Ich war nur noch nicht wirklich weg. Wo liegt Asran? Wir wollen es uns mal selber anschauen. Wenn ihr von West- und nordwestlich übers Meer fliegt, werdet ihr Asran finden an der Südspitze des Kontinents. Aber es lohnt sich wirklich nicht. Das entscheiden wir besser selber. Wir haben aber ein wichtigeres Problem. Der verfluchte Clan und seine Heiler hat die magischen Barrieren und den Dungeons der Burgen und Schlösser aktiviert. Da bist du selber schuld da dran. Und das bedeutet? Ihr kommt nicht mehr an die Bruchstücke. Ihr müsst die Schlüssel finden, welche die Barrieren ausschalten. Wo finden wir diese Schlüssel? Die Narren des Clans wissen es nicht, bis auf eine Ausnahme. Und die wäre? Der Anführer des Clans, ein gewisser Sir Aaron, hat die Schlüssel von seinen treuesten Magiern verstecken lassen. Sie hausen auf Schloss Ardus. Er müsste also einen von ihnen gefangen nehmen. Sie müssten das Versteck der Schlüssel kennen. Na schön, da führt wohl kein Weg daran vorbei, die Schlüssel zu finden. Und was machen wir, wenn wir sie gefangen haben? Das Gefängnis befindet sich im Keller dieses Turms. Dort gibt es auch eine sehr, sehr effektive Folterkammer. Ihr versteht? Klingt gut. Bist und bleibst ein elender Sadist, Asghar. Vergesst Asran. Kümmert euch lieber um die Schlüssel. Ach, und noch ein Tipp. Nutzt die Infiletenhausverwandlung auf dem Dach dieses Schlosses, um schnell vom Schloss runterzukommen. Naja, das kennen wir ja schon vom Einser. Ich habe das Gefühl, er möchte uns davon abhalten, Asran zu besuchen. Aus genau diesem Grund sollten wir uns dort umsehen. Also ich wäre eher dafür, uns jemandem zum Foltern zu besorgen. Halt! Mist! Ich habe ja das Rezept noch immer nicht gelernt. Rezept 7. Blendblitz gelernt. Zum Glück habe ich genau 2. Und... Mist, ich habe aber nur ein Licht. Mist. So, ich hoffe, die sind jetzt wieder im Inventar. Yep. Wir brauchen also... Was ist das hier? Weiß ich nicht. Feuer, Eis, Blut, Licht, Schatten, Statusmagie. Ah ja.
Das heißt, es wäre Licht- und Statusmagie, könnten also Valen und Elaine benutzen. Und da ist, da wir das Rezept haben, kriegen wir zwei Routentafeln. Das heißt, wir hätten gleich beide. Finde ich super. So, dann schauen wir nochmal schnell, ob die irgendwas gestohlen hat in der Zwischenzeit. 73 Flyer erhalten. Finde ich super. Dann schauen wir nochmal schnell runter. Vielleicht haben wir hier wieder ein bisschen Gold. Nee, leider nicht. Dann haben wir 150, das reicht nicht aus. Tja, Leute, ich habe mich verletzt. Auch nicht. Da würde ich aber trotzdem gerne speichern. Ich benutze aber einen Speicherstand, die 5 sehen wir, obwohl, scheiß drauf. Wir benutzen die, oder? Ja, scheiß drauf, wir benutzen die zum Speichern. So, Leute, und dann nach fast 3 Stunden Aufnahme mache ich hier wieder einen Schlussstrich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja, ich denke, beim nächsten Mal werden wir auch ein bisschen auf Schatzsuche gehen. Da freue ich mich schon drauf. Also, ciao!